Okay, stelle Sandsäcke her. Oh, eine schöne Beleidigung, oder? Du elender Sandsack. Oder? Find ich. Der war aber gut, 8 Mile. Ja, er war nicht schlecht. Oh, stimmt, hier war gar nicht das Ding. Ich wollte irgendwo was herstellen. Wo kann ich nochmal herstellen? Das war doch auch bei so einem Ding. Hier war das. 8 Mile war okay, der Film. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch nicht so. Ja, also nochmal gucken würde ich, glaube ich, nicht. Ist okay, aber das hat nicht so meine Art von Film. Das kann man auf einem Community-Discord aber nicht ignorieren als Mod. Ja, du hast vollkommen recht. Hin und wieder musst du natürlich was sagen, aber nicht jetzt die ganze Zeit bei jedem Ding, weil irgendwann nervt es dich ja auch als Mod. Du musst ja auch nicht ständig reagieren. Das erwarte ich gar nicht von einem Mod, weil man muss die Leute ja auch mal einfach so ein bisschen austoben lassen und wenn es zu viel wird, muss man einfach sagen, ne? Danke, Tavet, das ist ja perfekt. Komm mit, da können wir sie aufstellen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ich komm mit. So. Folge Mulan zu den Zelten. Ja, dann stellen wir auf. Ich denke, das ist der beste Platz für die Sandsäcke. Das sollte nicht lange dauern. Wow. Und das sind. Z 20 Sandsäcke, Leute. Ich habe 20 hergestellt. Anapilu, hallo. Ich habe 20 hergestellt. Kann das Spiel zählen? So, ich denke, wir haben alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um das Lager zu schützen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Toffee. Du bist ein wirklich wertvoller Rekrut. Ich schätze, die Frage ist, was kommt als nächstes? Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Die Schüler sind weg. Das Lager ist geschützt. Ich muss dir etwas gestehen. Ich liebe dich, Mulan. Vom ersten Augenblick an, als ich deinen roten Gürtel gesehen habe, habe ich gedacht, du bist toll. Und dann hast du die Kieselsteine genauso versteckt, dass ich sie sofort ohne Brille gefunden habe. Das ist einfach Liebe gewesen, oder? Na. Okay. Ich bin nicht wirklich ein Rekrut. Bist du, ne? Warum bist du denn hier? Warte, bist du ein Spion? Ich bin kein Spion. Ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley. Das ist ein wirklich schönes Dorf mit vielen tollen Leuten. Ich finde, du solltest dich mir anschließen. Es gibt eine Menge Abenteuer zu erleben. Naja, nicht wirklich. Da muss man eigentlich nur rumlaufen und Sachen sammeln, ne? Aber die Dorfbewohner sind nett, ja. Das kommt von dir? Das ist ein echtes Kompliment. Ich würde dich gerne besuchen und ein paar neue Freunde kennenlernen. Wir müssen nur erst sicherstellen, dass bei Mushu alles in Ordnung ist. Ich muss los. Mach's gut. Ich weiß nicht, ob das die Stimme ist. Das macht mich wahnsinnig. Die Stimme von Mushu habe ich sofort rausgehört, aber die. Hey, schön dich zu sehen. Es ist alles in gutem Zustand, Mushu. Die Lage ist im Griff. Boah. Okay. Du bist ein Lebens. Ryan? Was fällt dir ein? Nur weil ich die ganze Zeit Rift sage? Sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Das hast du doch mit Absicht gemacht. Jetzt spiele ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich beleidigt. Wie unverschämt. Du bist ein Lebensretter. Oder sollte ich sagen, eine St ein Statuenretter. Ha! Bäume pflanzen? Sandsäcke? Großartige Strategie. Dieser Erdrutsch hat die Dinge aber wirklich durcheinander gebracht. Wie sage ich immer, etwas Risikominderung ist besser als einen großen Rückschlag zu erhalten. Ich sage das nicht wirklich, aber es hört sich gut an, oder? Wie auch immer, wir können viel mehr zur Risikominderung machen. Ich sage gerne Hakuna Matata. Ja, mache ich. Hakuna Matata? Hä? Weißt du was? Mach dir keine Gedanken. Ich brauche es nicht zu wissen. Es ist Zeit, sich zu konzentrieren. Deshalb habe ich nachgedacht. Wie wäre es, wenn wir eine kleine große. Wenn wir eine kleine große Mauer herstellen? Hä? Was? Soll man auch noch heiß-kalt kochen? Hä? Was ist das? Das ist ein Widerspruch in sich. Um die Straße vor vernünftigen Erdrutschen zu schützen.
Naja, ich habe eine Menge Holzscheiter aufgesammelt, als wir die Straße aufgeräumt haben. Wie wäre es mit einem Zaun? Geht für mich in Ordnung. Du stellst den Zaun her und ich bereite das Gelände vor. Wir sprechen uns später. Ja. Sammle weitere Holzscheiter. Guck mal, da habe ich schon fast alles gemacht. Alter, ich bin schon fast durch. Ich bin schon fast gut durch. Also im Wasser waren noch welche, ne? Ja, genau. 3 Stück. Alle 3 zusammen. Die Dinger übersiehst du aber auch ultra schnell. Hä, was übersieht man? Achso, das mit den Innen, mit dem Heldin und so weiter. Das übersieht man, meinst du? Also ich hab's nicht übersehen. Ich hab's sofort. Mir ist es sofort ins Auge gestochen. Deine Theorie ist ein bisschen löchrig, wa? Mit 20.000 Wörtern übersieht man das. Also ich lese jeden Tag mindestens 100.000 Wörter. Und ich überlese das trotzdem nicht. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Alles gut. Es sind ja fast nur Heldinnen, die dieses Spiel spielen, ne? Das ist schön für dich. Ach Gott. Ja, es kann ja nicht jeder wie Toffi sein. Kann ja nicht jeder so fehlerlos wie ich sein. Ich krieg das Ding nicht. Siehst du, ich bin so fehlerlos, dass ich das Ding hinkriege. Anstrengend. Wer angelt schon Baumstämme? Das ist eh anstrengend. Wenn Aktualisierungen und Verbesserungen nicht aufgenommen werden, Phoenix, da sagst du was. Ja. So fühle ich mich ja. Ich habe gerade eine Verbesserung gesagt und die wird von Ryan nicht aufgenommen. Weißt du? Ich fühle mich dadurch auch verarscht. Alles gut. Ich mache nur Spaß. Ich hoffe, das versteht ihr auch, ne? Ihr wisst, dass ich so ein Arsch bin manchmal. Aber guck mal, die Bäume sind da ganz schön schnell gewachsen, ne? Aber die sehen schön aus. Die sind echt hübsch. Es ist schon verbessert, dass der Witz dabei. Ja gut, das ist halt... Ja, Leute, nehmt's mit Humor. Nehmt alles mit Humor. Ich mache das ja hier auch. Das steht halt drin, ich lache darüber und dann mache ich einfach weiter, weißt du? Es gibt Leute, die sich darüber aufregen. Ach, wie viel muss ich eigentlich herstellen? Ich stelle einen Holzzaun her. Okay, einen. Ja, der wird viel bringen. Ja, eben, also es gibt Leute, die sich dann darüber aufregen und dann einfach sagen, ah, wie kann man nur und bla 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 und sowas einfach drüber hören. Also Leute, das ist kein Problem. Das sind wirklich keine Probleme. Spielabstürze, das ist ein Problem. Darum muss man sich kümmern. Und das ist halt etwas, worauf wirklich, wirklich geachtet werden sollte, weil das macht den Spielspaß kaputt. Oder wenn Sachen irgendwo hinter Gegenständen spawnen. Wenn, wie gesagt, wenn da hinten irgendwo ein Gegenstand spawnt oder sowas, den ich dann gar nicht hinkriegen kann oder gar nicht sehen kann. Das sind Probleme, das einen wirklich aufregt. Aber so eine kleine Übersetzungsschwierigkeit und so weiter und so fort. Meine Güte. Am Fuß des Berges, also da. Hä? Der Berg hat doch gar keinen Fuß. Was soll ich denn da machen? Ich hätte schön zugucken hier. Das sind ja doch 4 Zäune, habe ich gar nicht gesehen. Da bist du einer der wenigen, die das so sehen. Wie gesagt, Ryan, du darfst dir nicht immer zu sehr einen Kopf darüber machen. Ich weiß, es ist manchmal schwieriger, also leichter gesagt als getan, manchmal ein schwieriges Ding, aber... Du darfst dir nicht immer einen Kopf darüber machen. Das Leben ist voller missgünstiger Idioten da draußen. Nicht nur im Berufsleben, sondern auch irgendwie anders. Kannst du immer wieder mit Menschen zusammen, die irgendwas Blödes sagen, die irgendwie sich falsch ausdrücken oder sonst irgendwas. Und manchmal versteht man es auch einfach falsch. Manchmal versteht man die anderen falsch. Zu negativ. Dabei meinen die das gar nicht so negativ. Es ist alles möglich. Man darf sich nicht zu sehr verkopfen über viele Dinge. Wenn du anfängst, über alle möglichen Dinge nachzudenken und es wirklich ins Unermessliche zu zerdenken, dann hast du kein schönes Leben mehr. Riecht der schwer nach Spezial. Der Zaun ist fertig. Ich wusste, du schaffst es, Toffi. Jetzt ist an der Zeit. Mulan und ich haben alle unsere Rekruten ausgesendet. Unsere Statuen sind bereit, verschickt zu werden. Wow, ich fühle gerade einiges. Lass uns, geben wir das Signal, dass die Ladung bereit ist, ausgeliefert zu werden. Ich glaube, dieser Teil wird dir gefallen, Toffi. Folg mir. Was
gut. Oh, darf ich wieder den Gong schlagen? Dann bin ich die Heldin des Tages. Oh, cool! Oh, ein Feuerwerk! Juhu! Das fand ich jetzt schön. Sprich mit Mushu. Ich hab noch immer Kokosnuss zwischen jetzt bei der Lippe, ne? So ein schöner Moment. Was? Ein starker Drache hat keine Angst zu weinen. Ich warte hier auf einen auf den Lieferwagen. Warum schaust du nicht nach Mulan? Sieh nach, ob es noch etwas zu tun gibt, bevor wir gehen. Noch was zu tun? Das war sowieso mit Abstand eines der krassesten Aufgabensachen, die man hier machen musste für diese Realms. Normalerweise sind die viel schneller abgehandelt, habe ich das Gefühl. Das wirkte schon viel, aber was positiv. Also das sehe ich jetzt echt als positiv. Hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen Fleißarbeit und so. Und wie gesagt, die Sachen hätten hier, die Kieselsteine hätten ein bisschen besser versteckt sein können. Worüber ich mich aber bei den Pflanzendingern aufgeregt habe. Aber auch da regt man sich halt einfach nur mal kurz auf und dann sucht man halt einfach weiter. Wenn ich jetzt ewig gesucht hätte und es nicht gefunden hätte, wäre was anderes. Aber so finde ich das eigentlich, eigentlich ganz cool. Und grundsätzlich, ich fand das echt schön. Hat Spaß gemacht. Epiphasserwahl. Ich habe mir gefragt, ob es in deinem Tal einen Platz für uns gibt. Zelte ist in Ordnung, wenn wir trainieren. Aber wenn wir eine Weile dort bleiben, wäre es toll, ein Haus zu haben. Ich bin mir auch sicher, dass Mushu das ebenfalls gefallen würde. Er mag es nicht gerade, wenn es hart auf hart kommt. Dann sollte er nicht zu mir gehen. Klar, kann ich machen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Wo kriegt man Dünger für so ein schnelles Wachstum her? Ja. Einfach reinkacken. Ist gutes Dünger. Ist schon jemand beim Mushu-Programm fortgeschritten? Oh, vielleicht die anderen. Also ich habe ja noch nicht mal in meinem Valley, ne? So, erledige den Rest mit Mulan, während Mushu auf den Lieferwagen wartet. Hä? Erledige den Rest mit Mulan? Die hat gesagt, tschüss. Was soll ich mit ihr machen? Soll ich ihr beweisen, dass es bei mir hart auf hart kommt? Hallo, du! Ah, hier. Gibt es ein Haus, in dem wir an deinem Tal wohnen? Ach so, erledige den Rest mit Mulan. Ich soll das Haus bauen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Kehre ins Tal zurück und platziere Mulans und Mushus Haus. Und die... Ach so, das ist... Ach, das ist die... Ah, das ist die falsche Quest da oben. Ah, Entschuldigung. Ich muss hier das nehmen. So. Mushu nicht. Mushu muss ich den TV muten. Die Stimme mag ich nicht bei ihm. Deshalb erstmal Mulan. Also, ist es wirklich so schlimm für euch, Leute? Watermoon, dankeschön für den Follow. Aber, also es ist halt Gewöhnungssache, Leute. Aber es, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht total scheiße. Es ist halt eine Synchronstimme. Aber er macht den Job ja gut. Passt halt nicht unbedingt zu Mushu. Zumindest nicht so wie früher mit Otto Walkes und so. Aber sau scheiße würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen, oder? So, ich gucke gleich mal hier, wenn wir sowieso schon wieder da sind, ob hier was Neues gespawnt ist. Oder sind die 30 Minuten überhaupt schon oben? Weil ich sehe hier jetzt auch schon wieder gerade nichts. Wir müssten doch schon mindestens 30 Minuten um sein, seit ich hier mal wieder was gesucht habe, oder nicht? Nein, der ist nichts. Irritierend. Rest mit Mulan ist einfach nur die Pausenmitteilung von Mushu, während du Mulaniges machst. Also jetzt die Hausplatzierung. Genau eben, das hatte ich jetzt voll falsch interpretiert gerade eben. Hier ist nichts. Hey, das sind aber schon mindestens 30 Minuten gewesen. Durch Progress ist übrigens ein Rückreisepunkt mitten im Lager gespawnt, musst also nicht mehr rauslaufen. Ach so, echt jetzt? Ah, okay. Ja, gut. Ach gut, ist eigentlich auch nicht für so wenig, ne? Ein bisschen laufen tut gut. Ach, da ist eins! Ich habe eins gefunden! Oh, lass es ein Bild sein. Komm. Ja! Ich habe fast eins voll. 13. Auf die 13. Oh, wie war das, als ich 13 wurde? Oh, ich kann mich noch dran erinnern. Als ich 13 wurde, war ich krank. Da war ich wirklich krank. Da war ich erkältet.
oder was heißt erkältet, also mir ging es wirklich schlecht auf jeden Fall. Und ich habe nur auf dem Sofa liegen können und konnte nichts machen und so. Und dann habe ich trotzdem Geschenke gekriegt, unter anderem Schokolade, weißt du? Also so eine, ich glaube, das waren Milka, diese Milka-Herzen waren das, glaube ich. Und mir ging es echt dreckig, ne? Aber ich habe diese scheiß Milka-Packung die ganze Zeit gesehen und habe gedacht so, Kind halt, ne, mit 13 Jahren. Ich will jetzt auch Schokolade essen. Nenn mich einfach. Ich nenne dich einfach. Ja, ich spiele gerade mal mit ihr, während ich euch erzähle, dass ich dann tatsächlich wirklich, obwohl es mir richtig dreckig ging, die Schokolade gegessen habe und Alter, das war ein Fehler. Im ersten Moment war es so lecker und dann hat es mir so einen Krampf in den Magen gegeben, weil es einfach nicht gut war. Also, ich hätte es halt nicht machen sollen, ne. Alter. Ja. Kinder halt. Ja, hätten sie mir auch einfach nicht hinlegen müssen, ne? Meine Mutter hätte ja einfach mal hingehen können und die einfach verstecken oder so. Ich war in der Kinderpsychiatrie am 13. Oh Gott, das ist aber auch nicht so schön. Mir fehlen noch 2 Puzzleteile seit vorgestern. Ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, ich krieg auch noch meine. Ich hoffe, wir kriegen alle unser Zeugs. Ja, mit denen kann ich halt nichts machen. Mit dem guten Gaston. Ist viel zu viele Zäune im Weg, ey. Ja, sieht momentan ziemlich schlecht für mich aus. Aber die spawnen auch scheiße. Guck mal hier, bei Gaston spawnt einfach fast nichts. So. Hier, und bei Dagobert auch nichts, weißt du? Gar nichts. Also, manchmal hast du auch echt Pech. Toll. Geh mal dahin. Ich hatte als Kind auch mal so ein Erlebnis. Nach Ewigkeiten Magen und Darm wollte ich unbedingt Chips essen, als es mir besser ging. Habe ich dann gemacht und der Magen fand das nicht so witzig, ja. Aber eben, das ist Kinder halt. Da müssen die Erwachsenen so ein bisschen drauf aufpassen, weil Kinder wollen natürlich sofort gesund werden wieder oder halt eben auch gerade was Süßkram angeht und sowas, sich halt einfach, ne, damit beschäftigen. Achso, die muss ich nicht gar nicht machen, ne? Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Glück. Guck, so. Und von dem her muss man da auf jeden Fall aufpassen. Als Elternteil muss man natürlich hingehen und dann eben solche Sachen unzugänglich aufbewahren, damit das Kind gar nicht auf dumme Gedanken kommt, ne? Seit wann gibt es ein Schachbrett? Das gibt es nur, wenn du den DLC hast. Also mit dem neuen Gebiet in Disney Dreamlight Valley, also beim Rift in Time. Da kommt das, gibt es das eben mit drin. Und ja, da musst du aber Geld für zahlen, ansonsten kriegst du das nicht. So, dann würde ich mal sagen, tausche ich mit ihm hier. So, dann hole ich mir das da. Dann hole ich mir das da und das hier. Aber vielleicht verliere ich trotzdem. Ich habe gerade mal 26 und sie hat schon 21. Also, wenn ich Pech habe. Ja. Aber es ist auch scheißiges. Also, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber die Münzen sind so scheiße gespawnt. Da konnte ich nichts machen. Da habe ich Pech gehabt. Meint ihr, das kommt dieses Jahr wieder ein neues DLC? Also ich brauch's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aktuell noch voll zufrieden und muss mit dem ganzen Content erstmal klarkommen. Ich habe noch massig zu tun in diesem Spiel. Diese zeitexklusiven Sachen, die rauben einem ja auch dann eben noch die Zeit, weil die ja auch immer wieder zurückkommen. Also wir haben das zeitexklusive Halloween-Event, das wiederkommt. Wir haben das zeitexklusive Weihnachts-Event und so weiter und so fort. Die kommen ja immer wieder zurück. Ich könnte auch zu Mickey Mouse mal kurz gehen. Und von dem her, ich bin der Meinung, es braucht nicht noch ein DLC so schnell, ne? Was ist DLC? Ist halt kostenpflichtiger Inhalt. Also der kostet halt was. Die anderen Sachen waren ja immer kostenlos. Also das Mulan-Update jetzt zum Beispiel. Ja, das ist auch kostenlos. Genau, alles was kostenpflichtig ist, die Erweiterung. Und genau. Da war jetzt nichts drin. Da gucke ich nochmal bei Goofy. Aber ja, schauen wir mal. Das mit Daisy zum Beispiel habe ich auch gar nicht richtig forciert. Die ganze Daisy-Geschichte ist auch so war es an mir vorbeigerast, weil ich da gar keine Zeit hatte, mich drum zu kümmern.
Ich spiele halt einfach zu wenig Disney Dreamland Valley. Also ich könnte es natürlich viel mehr intensiver spielen, ne? Aber ich möchte auch noch andere Spiele spielen, wenn ich schon mal Zeit habe. Oder auch andere Sachen machen. Ich habe wieder Pech. Bild. Nein! Mann! Scheißen Dreck. Das ist aber nichts mehr. Den brauche ich mich nicht wundern, hab das DLC nicht. Aber ich finde, es lohnt sich. Also ich finde, das ist das Geld wert. Es ist auf jeden Fall viel, viel zu tun dort. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ich finde es cool. Also mir gefällt es. Ich könnte mal was essen heute, ne? Ach, fressen wir den letzten auch noch. Guck mal hier. Kann ich mich über... Ab zu Merlin. Tschüss, Olaf. Wusch. Ups. Und dann gibt es Leute, die suchten die Sachen direkt durch. Ich glaube, ein guter Mittelweg zu finden ist echt schwer. Ja, ja, klar. Ist bei mir ja auch gar nicht... Also, als Motzen würde ich das jetzt bei mir nicht bezeichnen. Ich sage halt nur, dass ich es nicht brauche. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, alte Leute, das ist alles scheiße, was ihr macht. Würde ich niemals behalten. Ich sage halt nur, dass ich es nicht brauche. Also von meiner Seite aus könnte man ruhig ein bisschen auf die Bremse treten und nicht immer sofort neuen Content bringen und so weiter. Aber gut, dann sind andere wieder anders, ne? Also, ich spiele fast täglich Dreamlight Valley für eine Stunde. Ist aber auch wirklich so ein Mittelweg. Also ich meine, wenn dir Spaß macht, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass du halt eben nicht zu viel auf einmal machst, dass du halt wirklich hingehst und wirklich versuchst, dich so ein kleines bisschen zu bremsen und einfach nur eine Stunde zu spielen. Ähnlich wie bei Animal Crossing, weißt du? Da hast du ja auch eigentlich in einer Stunde alles erledigt, was man an dem Tag machen kann. Meistens geht ja nicht mehr als diese Stunde was zu tun, irgendwas, ja, das hast du halt nicht wirklich viel, sei denn, du gehst halt später nochmal rein, ne, also später am Abend, dann kommen vielleicht noch andere Möglichkeiten, was zu machen oder so, und ansonsten, eben, ich glaube, so 8 Stunden Dreamlight Valley spielen oder sowas, wenn du jetzt mal wirklich so suchten willst, da ist halt irgendwann auch mal die Luft raus, weißt du, also, ich weiß nicht, ob das schön ist, ja. Bild. Ja! Woo! Okay. Schritt für Schritt kommen wir dem Ganzen näher. Ah, ist okay. Wir haben gerade ein Bild gekriegt. Ich will nicht undankbar sein, ne? So, aber hier ist nichts mehr. Dann können wir noch bei Vaiana gucken. Ich habe immer zeitweise ein Spiel, was ich dann Stunden zocke. Dann gibt es was anderes, bin aber an sich keine Gamerin. Gibt auch Zeiten, da spiele ich gar nicht. Ja, ja, das ist bei mir genauso. Bei mir ganz genauso. Auch wenn ich immer sage, hier von wegen, ich lese ja auch gerne Manga in letzter Zeit und so weiter. Auch da, es kann vorkommen, dass ich eine Woche lang gar keinen Manga lese, obwohl ich es liebe. Ich liebe es einfach, das zu tun. Aber manchmal habe ich einfach keine Motivation dazu. Deswegen, ich finde, es ist sowieso immer... Bezeichnet man sich als Gamerin, als Gamer, wenn man wirklich ganz, ganz viel zockt, ohne Punkt und Komma und dann ist man nur der wahre Gamer oder sonst irgendwas? Ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Also, man soll das, was man tut, soll man lieben und, und Spaß daran haben und ich glaube, das ist halt wirklich das Ding, wo man dann wirklich seine Leidenschaft drin entwickelt, ne? Wenn du halt wirklich merkst, dass das, was du da tust, einfach auch gerne tust. Und das ist dann Leidenschaft und nicht, weil du halt deine gesamte Freizeit da drin verbringst. So, hier ist auch nichts. Kein Tortenstück. Wie gesagt, ich könnte auch mal hier oben gucken, aber ich habe immer das Gefühl, dass da oben ist alles zu bunt. Vielleicht haben die Entwickler daran gedacht, dass man hier nicht spawnt, weil das so blöd zu finden wäre. Und das ist ein Stück Torte, ne? Aber schon ein bisschen blöd. Ja, das müssen wir. Gut. Meine Leidenschaft ist Fortnite. Ja, warum denn nicht? Jedem das seine. Auch Fortnite kann man gerne haben. Machst du mal wieder einen Podcast bei YouTube? Ich würde es wahnsinnig gerne, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit und die Motivation dafür habe. Momentan bei YouTube ist bei mir halt einfach auch ein bisschen die Luft raus, habe ich euch schon mal gesagt. Jetzt müssen wir einen Platz für Mulan finden. Ich weiß nicht, wo. Kann ich die eigentlich auch ins... Nee, oder?